2, 1. Wir sind heute im Fitness World Nördlingen und hinter mir veranstalten die Ries Hornets zugunsten der Palliativstation des Stiftungskrankenhauses Nördlingen einen Spendenlauf. Und hinter mir werden schon ganz schön fleißig Kilometer erlaufen. Hier sind jetzt mit mir die Organisatoren des Spendenlaufes. Ihr seid? Ich bin der Matthias. Dominik. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Lauf zu organisieren? Tja, das war eine Idee von Michael Dambacher. Der hatte schon Kontakte zur Palliativstation und da dachten wir uns, das ist ein super Zweck, den viele Leute vielleicht später mal dringend benötigen. Und deswegen haben wir uns gedacht, da wollen wir mal was Gutes tun. Und warum für die Palliativstation? Ja, weil die Palliativstation im Großen und Ganzen von Spendengeldern lebt. Bedeutet, die haben nicht so viel staatliche Förderung wie vielleicht andere Abteilungen des Krankenhauses. Ja, und ich denke, wie man im Hintergrund sieht, da kommt bestimmt eine stolze Summe zusammen. Die haben es also wirklich dringend nötig, weil die einen guten Job machen. Ganz einfach. Und wie wird das Ganze jetzt ablaufen? Jeder Meter zählt? Jeder Meter zählt. Jede Energie zählt, die jeder Läufer aufbringt. Wir haben 5 Laufbänder. Da werden ungefähr 50 Läufer in den 12 Stunden, die wir laufen, möglichst sein Bestes geben. Und dann je nach Kilometerzahl werden wir dann eine spezielle Spendensumme rauslaufen. Und wie habt ihr die ganzen Spender zusammengetrommelt, die jetzt hier heute dann für die erlaufenden Kilometer spenden werden? Also hier in der Laufgruppe hat jeder die Bekannten, Freunde und dann natürlich auch telefonisch mit Firmen in Kontakt aufgenommen und von unserem Projekt erzählt. Und ja, das war hellauf Begeisterung da, ja, weil im Endeffekt das pro Firma, pro Spender eine kleine Spendensumme ist, aber die Gesamtsumme im Großen eben, ja. Und wie viele Firmen werden teilnehmen? Circa 170 Firmen. Das ist ganz schön viel. Da können wir uns bestimmt auf eine tolle Summe freuen und natürlich für eine großartige Sache. Hinter uns wird fleißig gestrampelt. Ich bin mit Schwester Roswitha von der Palliativstation des Stiftungskrankenhauses Nördlingen. Können Sie uns kurz ein bisschen erklären, wie Ihre Arbeit dort aussieht? Ja, danke. Also unsere Arbeit, wir sind eine Station für Menschen, die schwere Erkrankungen haben und nicht mehr geheilt werden können, die oft einmal am Lebensende also sind oder wo man weiß, es ist eine begrenzte Lebenszeit. Speziell ist der Palliativansatz ein ganzheitlicher Ansatz insofern, dass der Körper, Geist und Seele mit im Vordergrund stehen und nicht nur die Diagnostik und die Therapie. Unsere Aufgabe auf der Palliativstation, das wird dann der Dr. Gollmer auch noch erklären, das ist einfach die Symptombehandlung, die schwere Last der Patienten, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Angst, Unruhe, zu therapieren. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch dieses sprechende Medizin, die sonst auf normalen Stationen einfach nicht diesen Stellenwert haben kann wie auf der Palliativstation. Und dass wir eine individuelle Versorgung der Patienten anbieten. Das heißt, im Prinzip bestimmt der Patient, was er möchte. Er gibt die Richtung an und unsere Aufgabe ist es, in der Empathie einfach und in der Wahrnehmung für diesen schwerkranken Menschen da zu sein und zu sehen, was braucht der Patient jetzt, was ist für ihn wichtig. Nicht, dass wir ihm irgendwas überstülpen und sagen, ah, das wäre gut für Sie oder jenes, sondern das ist dieser Balanceakt in der Palliativmedizin, dieser ganzheitliche Ansatz. Wie lange sind Sie schon auf der Palliativstation? Ich bin jetzt 7 Jahre auf der Palliativstation und arbeite dort als Koordinatorin. Ich bin mehr für den psychosozialen Bereich zuständig, also nicht in der Pflege, da kommen dann später auch Schwestern, die Sie fragen können. Meine Aufgabe ist es, in der
wenn Patienten eine Anfrage stellen oder von anderen Stationen oder Angehörige, diese Erstberatung mit durchzuführen, unsere Station vorzustellen. Ich kann die Angst nicht nehmen, aber wichtig ist einfach Vertrauen aufzubauen. Und das ist etwas, was meine Aufgabe ist, dass ich ein Stück weit die Menschen begleite von zu Hause, wenn sie zu uns auf Station kommen oder deren Angehörige. Weil wenn Patienten das Wort Palliativ hören, dann sagen sie oft mal, boah, das macht mir unheimlich Angst. Und ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Palliativmedizin ist einfach diese Offenheit. Das wird vielleicht der Dr. Gollmer dann auch noch mal sagen. Es darf kein Patient angelogen werden. Man muss offen und ehrlich mit ihm umgehen. Man muss ihm genau sagen, wo er steht und was es einfach nur für Möglichkeiten, was wir für Möglichkeiten haben. Und ja, dann kommen die Patienten oft schon mal sehr aufgeregt zu uns auf Station, ganz klar. Palliativ, man liest in der Zeitung, sieht wieder eine Todesanzeige. Aber es ist erstaunlich, wenn dann die Menschen bei uns sind, es dauert oft einmal keine 2-3 Stunden, dann sind die total entspannt im Bett. Und dann fragt man, wie es ihnen geht, dann haben sie gesagt, wenn wir das gewusst hätten, dass bei ihnen so eine gute Atmosphäre ist und dass man sich so sicher fühlen kann und so viel Geborgenheit erleben kann, dann hätten wir den Schritt schon viel früher gewagt. Und das muss man sich einfach vorstellen, schwerkranke Menschen, das ist oft auch bei Tumorerkrankungen so, die kann man relativ gut chronisch und stabil halten in der Therapie und plötzlich kommt dieser Einbruch und diese Schwäche und man möchte daheim in der Familie stark sein. Die Familienangehörigen, der Ehepartner, die Kinder erwarten vielleicht, gib nicht auf oder... Und das ist etwas, wo sie dann plötzlich sich fallen lassen können und einfach mal sich sein, keine Stärke mehr zeigen können. Und das erleben wir ganz oft bei uns auf Station auch. Und so als Beispiel, die Spenden, die jetzt hier laufen werden hinter uns, wofür wird das Geld verwendet? Können Sie da ein konkretes Beispiel nehmen? Ja, also es ist ja so, dass der Aufenthalt in der Palliativstation voll von der Krankenkasse getragen wird. Aber wir bieten auch noch diese unterstützenden Therapien an. Das ist jetzt zum Beispiel Wohlfühlmassage, ganz wichtig. Da kommt eine Therapeutin von außen, die sehr individuell auf die Patienten eingeht, die wo auch vielleicht auch gesprochen wird, diesen Wohlfühlcharakter einfach von außen. Oder die Musiktherapie ist auch zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, wo Patienten einfach sich fallen lassen können. Das geht so ganz tief in das Bewusstsein und fördert dadurch auch wieder eine normale Endorphinausschüttung und trägt dann positiv dazu bei, einfach noch einmal die Schmerzsituation oder das Gesamtbefinden ein bisschen zu stärken. Und es ist auch wichtig, dass zum Beispiel Hundetherapie, Maltherapie, Atemtherapie ist was ganz Wichtiges auch, dass Patienten zum Beispiel, wenn sie ihre Angst und Unruhe kommen, dass sie lernen, durch bestimmte Atemtechniken einfach wieder das im Griff zu bekommen. Damit umzugehen. Ja. Wie haben Sie reagiert, als Sie von diesem Spendenlauf erfahren haben? Ja, hat mich ganz arg gefreut, weil es ist so palliativ und auch diese sprechende Medizin, die auf Palliativ stattfindet, das ist ganz wichtig, dass man das in den Vordergrund stellt und vor allem, es ist einfach so, schwerkranke Menschen, Kinder, alte Menschen, die brauchen eine Lobby und darum ist es immer wieder wichtig, regelmäßig solche soziale Akzente zu setzen und sich für diese Menschen einzusetzen. Und habe mich natürlich ganz, also das ganze Team, wir haben uns natürlich ganz arg gefreut. Wir kennen ja auch den Herrn Dambacher persönlich und einige Schwestern kennen auch jemanden. Und von daher, ja, ist es einfach toll, wenn wir sehen, dass die Arbeit so geschätzt wird, ja. Okay, dann sagen wir schon mal Danke und hoffen, dass viele Spenden zusammenkommen. Ja, hoffen wir auch. Dankeschön. Bei mir ist jetzt Dr. Gollmer. Er war langjähriger Leiter der Palliativstation des Stiftungskrankenhauses Nördlingen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Wie haben Sie reagiert, als Sie von dieser Aktion hier erfahren haben? Gefreut wie Bolle. Natürlich, das ist klar. Und können Sie uns ein bisschen was über Palliativmedizin erzählen?
Gut, Palliativmedizin, um es mal in Bezug auf die Gründerin der modernen Palliativmedizin, die Frau Saunders aus England, zu formulieren, die fängt da an, wo die andere Medizin aufhört. Das heißt, wir wollen, was der Ansatz der üblichen Schulmedizin ist, keine Krankheit heilen, weil diese Krankheiten, unter der die Patienten leiden, die uns brauchen, nicht mehr heilbar sind, sondern wir wollen eine sogenannte Symptomkontrolle durchführen. Das heißt, die Grunderkrankung, meistens eine Krebserkrankung begleitenden hässlichen Symptome wie Schmerzen, aber auch Atemnot, Übelkeit und Erbrechen, die wollen und können wir, obwohl die Krankheit selbst nicht mehr heilbar ist, sehr gut noch behandeln, sodass die Patienten durch Linderung dieser Leiden und trotz ihrer schweren Grunderkrankung wieder etwas Lebensqualität gewinnen können. Und wofür werden jetzt die Spenden gebraucht? Die Spenden brauchen wir, um die Therapien zu finanzieren, die mit dem üblichen Krankenhaustagessatz, den wir auch kriegen, nicht oder der Fallpauschale nicht abgegolten sind. Das heißt, die normale medizinische Versorgung, das heißt die Versorgung mit Medikamenten, die Versorgung durch Ärzte und Schwestern wird von den Krankenkassen bezahlt. Aber wir müssen, um als Palliativstation anerkannt zu sein, auch sogenannte Zusatztherapien anbieten. Das sind zum Beispiel die Therapie durch einen psychologischen Psychotherapeuten. Das ist unsere Aromatherapie, das heißt die Therapie und Pflege mit ätherischen Ölen. Das ist Kunst- und Musiktherapie, tiergestützte Therapie und so weiter. Das muss von den Spenden finanziert werden, weil dafür reicht die Fallpauschale, die wir von den Krankenkassen ersetzt bekommen, nicht aus. Und können Sie uns auch ein bisschen was über die Palliativstation des Stiftungskrankenhauses in Nördlingen erzählen? Wie viele Menschen sind dort angestellt? Wie viele Patienten gibt es da? Einen Durchschnitt? Okay, die Palliativstation hat 6 Betten, die zum Teil in der Regel mit Palliativpatienten belegt sind, aber auch, wenn mal, eine Flaute an Palliativpatienten herrscht, mit Schmerzpatienten belegt werden. Die Station hat eine leitende Oberärztin, die Frau Dr. Köpfert, sowie eine Oberärztin der Anästhesieabteilung, die Frau Dr. Meixner. Ich bin gelegentlich nochmal dort sozusagen als Aushilfskraft. Und wir haben etwa 12 Schwestern, von denen einige Vollzeit, einige Teilzeit angestellt sind. Eine wichtige Arbeit, und deshalb hoffen wir, dass ganz viele Kilometer erstrampelt werden. Ja, das wäre, glaube ich, ganz im Sinn unserer Patienten und unserer Arbeit. Vielen Dank, Herr Dr. Göllmer. Bitte gerne. So, David, eine Stunde? Ja, leider nur eine knappe Stunde. Es wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Dann war leider der Saft aus, aber ja, ich muss sagen, es war eine tolle Sache. Und eigentlich wollte ich gar nicht so schnell laufen, aber der Event, und wenn man denkt, das ist halt doch für einen guten Zweck, dann hängt man sich halt noch ein bisschen mehr rein und versucht halt zu gucken, dass man viel zusammenbringt. Und tolle Event von den Ries Hornets, klasse organisiert, und man ist zwar fix und fertig, aber in dem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Und wie viele Kilometer sind jetzt zusammengekommen bei dir? 13,5. In einer knappen Stunde, das ist ja doch schon ganz, ja, ganz gut. Reicht auch. Okay, dann lassen wir dich jetzt ein bisschen Luft holen. Danke, viel Spaß. Okay, jetzt haben wir hier nochmal eine fleißige Läuferin. Wie war es denn? Super, hat echt super Spaß gemacht. Mit den Leuten und so, und für einen guten Zweck. Macht sowieso Spaß, wenn man Gutes tun und Sport miteinander vereinbaren kann. Perfekt, also war echt super. Und wie viele Kilometer waren es? Also ich hatte jetzt 11,1, aber es war ja 4 Minuten vorher jetzt quasi Stromausfall. Deswegen, ich habe gerade nochmal Gas gegeben, aber war trotzdem gut. Schöne Einheit in der Früh. Okay, also dann haben wir was Gutes getan. Genau. Und Spaß gehabt auch. Und genau. Schöne Sache. Und trotzdem noch gut beatmet. Genau, alles bestens. Genau. Dann vielen Dank. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Ciao. Bei mir ist jetzt Michaela Faller, die Inhaberin des Fitnesswelt Nördlingen.
und Sie stellen freundlicherweise die Laufbänder zur Verfügung. Ja, das machen wir doch gerne. Der Michael Dambacher trainiert bei uns und er hat mich, glaube ich, vor einem Jahr gefragt, was ich denn von der Idee halten würde, vielleicht so einen kleinen Spendenlauf zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, das finde ich voll super, habe da gar nichts dagegen. Und als er dann sagte, dass es für die Palliativstation in Nördlingen ist, habe ich mich sehr gefreut, weil es ist einfach ein Zweck, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Leute gerne was dafür hergeben. Es werden ja wöchentlich Anfragen gestellt, was man eben für wen spenden könnte. Und die Palliativstation Nördlingen finde ich sehr wichtig, dass es so eine Station in Nördlingen gibt. Jeder von uns hat in der Verwandtschaft und der Bekanntschaft jemanden, der vielleicht so einen Platz gern haben möchte. Auch wir wissen später mal nicht, ob wir so einen Platz brauchen. Die Leute dort, habe ich gehört, sind sehr, sehr engagiert, teilweise auch ehrenamtlich und sowas unterstützen wir sehr, sehr gerne. Und wie viele Kilometer werden sonst so gelaufen? Haben Sie da irgendwie eine Einschätzung? Ja, wir sind ja ein Fitnessstudio, das mehr in die Gesundheitsrichtung geht. Insofern haben wir jetzt nicht ganz so viele Profiläufer, aber es kommen natürlich im Winter eben schon die Profiläufer, weil sie draußen nicht mehr laufen können. Lang nicht so viele, also lang nicht so viele Kilometer. Die meisten wärmen sich auf den Laufbändern und machen dann noch Cooldown. Und die Geschwindigkeit und auch die Kilometerzahl ist relativ gering. Aber wir haben natürlich auch ein paar Profis dabei. Und heute werden die Laufbänder dann mal so richtig ausgenutzt. Die werden richtig ausgenutzt. Wir haben vorher mal noch neue Motoren einbauen lassen, neue Sicherungen, neue Kohlen, damit auch ja nichts passieren kann. Wir hoffen natürlich, dass alle gesund wieder absteigen und dass wir möglichst viele Kilometerzahlen erreichen und es eine Riesensumme für die Palliativstation gibt. Dann danke fürs Interview und danke für die Laufbänder. Bitteschön, gern geschehen. In Action. Die Frage, wie läuft's, ist ein schlechter Karlauer, aber... Das Laufband, das läuft genauso schnell wie ich. Und es wäre? 14,5. Das heißt, wenn ich so weiterlaufe, dann schaffe ich gerade die 14 Kilometer ungefähr. Das wäre ein gutes Ergebnis. Ja, damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Dann drücken wir die Daumen. Danke. Junge Läuferin, wie alt bist du denn? 9. 9. Und wie viel läufst du denn schon? Wie viele Kilometer? 6. 6 Kilometer? Ja, aber das war mein Höchstes. Das war dein Höchstes? Aber das ist ja schon richtig viel. Ja, ja. Und du läufst jetzt seit 15 Minuten ungefähr. Und schauen wir mal, ich sehe nicht ganz hoch. Was ist denn dein Ziel? Dass ich bis 15 Minuten schaffe. Super, bald hast du es geschafft. Und gucken wir mal, wie viel es dann ist. Ja. Und drücken die Daumen. Ja. Okay. Und hier haben wir jetzt eine ganz sportliche Familie. Da läuft die ganze Familie mit für Kilometer um Kilometer, dass dann die Spenden zusammengetrommelt werden. Und gerade ist die Lina fertig geworden. Du bist 9 Jahre alt. Und wie viele Kilometer hast du denn jetzt geschafft? Ein Kilometer und fünf. Einen Kilometer und fünf. 1,5. Wow, super, also richtig toll. Und du bist hier, glaube ich, die Jüngste, die heute mitläuft. Ja. Bist du stolz? Ja. Und findest du, dass das eine gute Aktion ist? Ja. Okay, und macht dir das Laufen auch Spaß? Ja. Und dein macht Bruder? Spaß. Der Nils, der läuft nachher noch. Ja. Was ist denn dein Ziel? So viel wie möglich zu laufen. So viel wie möglich. Und wie lange willst du laufen? 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Also die ganze Familie läuft mit, das ist natürlich richtig toll. Und dann insgesamt so als Familie, was sind angepeilt, Kilometer? In den 2 Stunden, ja, ich denke mal so 15 Kilometer. Also 15 Kilometer von einer Familie, das ist eine tolle Aktion. Ja. Krankenhauspersonal läuft mit, damit jeder Kilometer Spenden einbringt. Herr Rössle, hoher Besuch hier bei den Stramplern. Hinter uns werden schon viele Kilometer erlaufen. Was halten Sie von der Aktion? Eine großartige Aktion, wie ich meine. Ich bin über die Zeitung aufmerksam geworden, was hier in der Fitnesswelt in Nördlingen abläuft.
und habe gedacht, das passt optimal noch, ein Besuch zwischen zwei anderen Terminen, weil ich ohnehin unterwegs bin. Ich bin restlos begeistert und sag mal großen Respekt an die Veranstalter. Und ich glaube, es gilt hier dreifachen Dank auszusprechen. Zum einen der Fitnesswelt, dass sie hier diese tollen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Zum anderen den vielen Sponsoren. Es ist ja unglaublich, wie viel sich da gemeldet haben und bereit sind, die Palliativstation in Nördlingen mit zu unterstützen. Und dann natürlich den Läufern, den Läuferfreunden der Rieser Hornets, die hier zahlreich da sind. Es wird kein Laufband leer bleiben. Es wird 12 Stunden durchgelaufen. Und wenn alle so gut unterwegs bleiben, dann kommt da, wenn ich das richtig rechne und sehe, fünfstelliger Spendenbetrag zusammen. Hätten Sie mit so einem Ergebnis gerechnet oder mit so einem Engagement? Also jetzt schauen wir mal, wie die weiterlaufen. Aber gehen wir mal davon aus, die halten so durch und dann sind wir bei über 10.000 Euro für unsere Palliativstation. Das ist gigantisch. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich bin überwältigt und kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Aktion. Und ich kann allen versichern, das Geld ist bestens angelegt. Die Palliativstation bei uns am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen ist eine segensreiche, eine wichtige Einrichtung. Und von daher schön, dass diese Idee entstanden ist und danke allen, die da mitgemacht haben. Dem können wir uns nur anschließen und sagen auch Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Glückwunsch. Sehen, wie viele Kilometer waren es denn? Am Ende waren es jetzt 28,8 in 2 Stunden. 2 Stunden, das ist wirklich das höchste Ergebnis bis jetzt. Na, die anderen laufen dafür kürzer und schneller. Bei lang ist es natürlich halt schwierig, schnell zu halten, aber für Marathontraining war es gut halt. Okay, und natürlich für noch was anderes auch gut? Ja, natürlich für die Spenden. Wir laufen für jeden Kilometer, der hier zusammenkommt, für die Palliativstation. Und das ist ein super Ding heute. Okay, dann tolles Ergebnis und weiter so. Machen wir. Jetzt kurz nach 15 Uhr und wir haben knapp 17.000 Euro zusammen. Es ist gerade mal die Hälfte. Das bedeutet natürlich, dass noch einiges offen ist, bis es heute Abend um 21 Uhr zu Ende geht. Wir können noch richtig auf eine schöne, hohe Spendensumme hoffen. Yeah.